Nee, aber ich finde die Frisur echt cool. Und das hast du echt alles selbst so Dankeschön. geflochten. Ja, ich habe ein TikTok-Video gesehen und dann fand ich die Frisur richtig cool und dann dachte ich mir so, okay, das mache ich auch. Und dann habe ich ein Tutorial zu der Frisur gedreht heute. Oh. Und die kommt vielleicht morgen oder übermorgen online dann. Aber es ist nicht so schwer, falls du sie nachmachen möchtest. Okay, ich glaube, ich würde sie hinbekommen. Würdest du wirklich? Ja, Also jetzt natürlich nicht bei dir, aber würdest du ja. sie bei mir hinbekommen? Bei dir besonders gut. Nee, Kannst du vielleicht, ne? eben deswegen habe ich vorhin Fischgrätenzopf gesagt, weil Fischgrätenzopf der schwierigste Zopf ist, den ich flechten kann. No way! Doch, klar. Das habe ich, Niemals! das habe ich damals in der Schule gelernt, bei einer Klassenfahrt. What? Ja, seitdem kann ich das. Also, und deswegen ist ja der normale Zopf viel leichter. Was denn? Wie cool ist das? Ja, okay, jetzt über. Hä, ist doch nur flechten. Man kann ja aber Hey, auch. das ist voll cool, dass du das kannst. Ich kann keinen Frischgrätenzopf. Ja, aber hast du schon mal probiert? Weil es ist nicht so schwierig. Jemand sagt, Stegi Oh, shit. Nein, nein, ich finde das ehrlich voll cool. Okay, danke schön. Danke. Also wie gesagt, ich habe das schon mal probiert und ich kann das nicht. Oh, ich könnte's. Aber du könntest es bei mir trotzdem nicht. Doch. Nee, weil ich habe Extensions. Das heißt. Das heißt, weil du fängst ja einen Fischgrätenzopf meistens vorne an. Oder meinst du einfach wie so einen Zopf jetzt und dann könntest du den Ja. so mit Strähnchen flechten? Nee, ich glaube schon ganz. Also schon. Meinst du so von der Kopfhaut aus? Ja, tatsächlich schau nochmal. Bin ich schon. Ja, weil das geht halt bei mir nicht, weil bei mir sind ja überall, schau mal, ich zeig's euch mal. Ich entblöße mich jetzt gleich hier wegen meinen Tapes, aber ich zeig euch kurz die Tapes. Warte. Warte, ich höre dich gerade nicht so gut, okay? Okay. Also, falls ihr es seht, hier. Hier sind Tapes. Ich glaube, man sieht sie nur hier. Ich glaube, man sieht sie nur hier. Aber die sind ja überall, die Tapes. Und weil die überall sind, Ja. kann man nicht so normal flechten. Ah, okay, ich check, ich check. Weil Ja, sozusagen, das ist ein ja. bisschen schwierig. Deswegen muss man erst einen Zopf machen und dann kann man erst flechten. Okay, ja, ich check, ja. Aber trotzdem übertrieben ist krass, dass du das kannst. Also irgendwann mal will ich dann einen Fischgrätenzopf, Stegi. Das musst du halt dann zahlen, ne? Wie? Ich habe das ja gelernt. Du kannst jetzt ja nicht einfach kostenlosen Fischgrätenzopf von mir verlangen. Ja, also ich bin ja auch dann So, letztendlich fertig, gelernter sehe ich. Friseur. Okay, ich wusste nicht, dass. Okay, anscheinend steht Geld zwischen uns. Hast du auch schon mal gesagt zu mir? Wann habe ich das gesagt? Ich erinnere mich jetzt nicht mehr an das Beispiel, aber ich glaube, da gab es mal was. Aha, aha. Ein Fischgrätenzopf ist überschädigt. Das sind super viele Stunden, die man da dann Super viele Stunden, das ist gar nicht wahr. Den Fischgrätenzopf kann man machen in so, keine Ahnung, 10 Minuten oder so. Oh mein Ja, aber Gott. wenn der halt besonders schön sein soll, ist halt schwierig. Ja, na klar. Ja, und wie geht's aber dir so? Wie war jetzt der Tag? Wie war gestern dein freier Tag? Wie war heute dann so dein Comeback-Tag? Oh, du bist sauer, ich sehe schon. Ich rechne die Zeit ja auch auf den Timer. Es ist Cash dann. Und dann berechnest du mir einen Stundenlohn? Ja. Okay, warte mal. Auf deinem Twitch-Dashboard, wie viele Stunden stehen da drauf? Gerade nur 350 Stunden. Nein, nein, ich meine, wie viele Stunden du schon gestreamt hast den Monat. Ich denke halt so viele Stunden, wie der Monat bis jetzt hatte. Ich weiß nicht Oh. genau. Ach, stimmt. Stimmt, du Ja. streamst ja auch in der Nacht. Ja. Oh nein, das ist ja echt viel. Oh, weil sonst wollte ich gerade deinen Stundenlohn ausrechnen, geteilt durch die Subs, die du bekommen hast. Wollte ich gucken, ob ich mir das leisten kann. Also theoretisch ist ja momentan ein Sub sind 1 Minute. Jetzt kannst du es hochrechnen. Plus minus null halt. Ja, eben, am Ende plus minus null.